Herzlich willkommen bei Unterhaching TV hier im Sportpark. Strahlende Sonne, strahlende Gesichter bei Spielern und Verantwortlichen der Spielvereinigung Unterhaching nach dem doch nicht ganz erwarteten 2:1-Sieg gegen den Karlsruher SC. Und natürlich geht man hier ein bisschen ja, freudiger auf den Trainingsplatz und dann auch mit den drei Punkten gegen Tabellenfernrück natürlich doppelt. Ja, Gefühl ist super. Also wir haben die letzten Spiele ja nicht so wirklich erfolgreich bestreiten können. Von daher ist ein Sieg immer gut. Gegen den Tabellenersten umso besser. Die Sonne scheint halt auch noch. Ich glaube, es ist ein ganz gelungener Tag. Also nach so einem Sieg gegen den Tabellenführer, auch mit Art und Weise, dann bei so einem schönen Wetter, was wir lange nicht mehr hatten. Das hat richtig gut getan, ähm, vor allem nach dem Pokal aus, das wir unter der Woche ja da erlitten haben. Haben wir haben ein paar Umstellungen vorgenommen. Wir haben uns gedacht, wir bringen mal die Jungen und das ist alles voll aufgegangen. Hat richtig Spaß gemacht, das Spiel. Es war natürlich ein super Ereignis am Samstag. Vor allem waren wir wieder mehr Zuschauer da. Dann der Tabellenführer, man hat gemerkt, wir haben eigentlich nichts zum verlieren gehabt und haben eigentlich die Überraschung geschafft. Ich denke auch verdient, wobei man schon sagen muss, dass Karlsruhe der sehr gute Chancen gehabt hat. Aber insgesamt, glaube ich, war das schon eines der Highlights in dieser Saison. Nach dem Pokal aus unter der Woche in Hof und dem Verpassen des DFB-Pokals nächstes Jahr war es für die Jungs nicht einfach, sich auf dieses Topspiel am Wochenende vorzubereiten. Ja, ich glaube, das war eben das Gute, dass wir gar nicht viel Zeit hatten darüber nachzudenken, was wir wirklich da ja, für eine Misere vielleicht auch bereitet haben. Also ich glaube, das war eben das Positive, wir wussten, es kommt ein starker Gegner, wahrscheinlich der stärkste Gegner in der Liga. Da mussten wir den Fokus drauf richten und das haben wir ganz... Ich glaube, aus den Köpfen der Spieler, wenn wir ehrlich sind, haben wir es nicht wirklich so richtig rausbekommen. Wir haben es eigentlich dann versucht, auch mit, dem, ja, mit der Wut, die wir von Hof noch in uns hatten, auch die Wut ein bisschen rauszulassen. Wichtiger Faktor finde ich ist das Schusspräsidium, einfach an der Manne Schwabel. Der, wir wissen ja, dass, dass das finanziell dass wir nicht auf Rosen gebettet sind. Und, und ähm, wenn der dann natürlich nach so einem Spiel kommt und, und die Jungs dann auch aufmuntert, und dann, dann hat das ein ganz anderes Gewicht, auch, weil dann halt jeder denkt, okay, ähm, der Mann sieht das schon, wie das Spiel wirklich gelaufen ist, dass man das eigentlich hätte gewinnen müssen. Und das tut auch gut, nicht nur uns, sondern auch den Spielern. Meine, es war eben bewusst, dass für uns äh, im Pokal, im top der pokal doch um einiges geht, äh, weil das natürlich nochmal eine finanzielle Möglichkeit ist äh, für nächstes Jahr, für die Lizenzierung. Und die Wichtigkeit hat jeder gewusst. Äh, ich kann trotzdem der Mannschaft gar keinen Vorwurf machen, außer die mangelnde Chancenverwertung. Also, das, das ist das, wo man angreifen muss. Aber von der Einstellung her hat das schon gepasst. Ist natürlich jetzt bitter, dass man jetzt im Pokal nicht mehr dabei sind. Sieben Wechsel im Vergleich zur Vorwoche und trotzdem wirkte das Haringerspiel harmonisch und aufeinander abgestimmt. Grund dafür, wie alle betonen, das System Haching. Wenn man die A-Jugendspieler reinnimmt, jetzt auch Hufnagel, der da angefangen hat, die spielen ja genau dasselbe System, genau das gleiche, was wir jetzt im Profibereich machen. Das ist ja halt die Grundvoraussetzung, dass wir das überhaupt machen können. Die Wechsel, die ja da vollzogen worden sind, sind ja jetzt nicht unbedingt leistungsbedingt gewesen, sondern Kaufmann angeschlagen, Schwabler angeschlagen und so weiter und so fort. Aber das sieht man heute, halt, dass, dass das mit der Jugend richtig gut funktioniert und dass man da auf dem richtigen Weg sind. Weil wir haben äh, unseren Plan, da ist es egal, unabhängig von welchem Spieler der das spielt, unser Plan wird da durchgezogen, der, die Positionen werden eingehalten, da braucht es nicht den einen oder anderen Spieler. Also da ist egal, ob da elf neue sind oder zwei oder sieben, ist egal. Ja, unser Spiel, das Team ist ja generell eher konzentriert. Gesehen als individuell. Also, ich glaube, bei uns kann jeder jeden ersetzen, egal auf welcher Position auch, ob das jetzt eben A-Jugendliche sind oder ältere Spieler. Ich glaube, wenn wir uns das oder da wir uns das verinnerlicht haben, können wir eben auch so viel wechseln, wie wir, wie wir wollen und können auch. Also, von daher ähm, ist die Eingespieltheit einfach dem System geschuldet, glaube ich. Der 2 zu 1 Sieg sicherlich auch ein Zeichen an die Fans, die in den letzten Wochen und Monaten immer heftigere Kritik an der jungen Mannschaft geübt hatten. Ich finde es ein bisschen unfair, wenn man uns das quasi dann vorwirft, dass wir eben jetzt so schlecht waren, aber einfach weil wir in der Hinrunde über unserem ganzen, über unserem Limit eigentlich auch gespielt haben. Also wir haben eigentlich viel mehr Punkte geholt, als man erwarten konnte. Von daher, ja, war das vielleicht auch ein bisschen ungerecht, diese extrem schlechte Stimmung gegen uns. Ja, mein Gott, den Fans darf man das nicht verübeln, dass die, ähm, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dass sie dann, dass sie dann sauer sind oder das eine oder andere monieren. Das ist natürlich auch unsere Aufgabe im Trainerbereich, dass man sagt, okay, wir, wir wissen eigentlich, wie das Ganze abläuft, wie das funktioniert. Ich würde mir trotzdem das eine oder andere mal schon ein bisschen mehr Verständnis wünschen und nicht nur immer sagen, okay, die Tabelle ist das Ausschlaggebende. Das Ziel war, dass wir die Klasse erhalten. Das Ziel für Unterhaching kann nur sein, dass wir langfristig was aufbauen wollen, das auch nachhaltig ist. Äh, nur so kommen wir wieder auf einen grünen Zweig, wo man sagt, okay, vielleicht ist in irgendwann einmal zwei, drei Jahren wieder... Ein Blick nach oben in die nächste höhere Liga möglich. Und das muss ja erst in die Köpfe der Leute hier rein, die da im Umfeld sind. Die sind natürlich verwöhnt gewesen die letzten Jahre von den Spielerpersönlichkeiten, die da waren. Die haben wir halt jetzt nun mal nicht mehr. Und wenn sie uns da weiterhin so unterstützen würden, da würden wir uns super freuen. Ich bin mir sicher, das ist der richtige Weg. Ich habe immer betont, dass ich. Ähm Versuche, wenn es ganz gut läuft, das zu relativieren und wenn es ganz schlecht läuft. Und ich habe die ganze Euphorie, wo es so gut läuft, ist nicht ganz verstanden und verstehe jetzt auch nicht den Unmut, wo man sehr schlecht aus der Winterpause rauskommen. Wenn man, dass Kritik angebracht ist am Spieltag, wenn einmal viel ist oder wenn diese Dinge sind, ist überhaupt kein Thema nicht. Aber alle sollten Sie noch mal vor Augen führen, wie es vor der Saison gestanden ist, mit welcher Ausgangslage wir nachgegangen sind. alle gesagt haben, wir steigen sowieso ab. Und deswegen sollte man schon einmal die Kirche im Dorf lassen und die, die Gegebenheiten sehen. Und dann denke ich, dass ein siebter Tabellenplatz mit den Voraussetzungen sensationell ist. Und da kann ich nur noch mit der Mannschaft und einem Trainerteam ein großes Lob aussprechen, auch wenn es vielleicht manche nicht hören wollen. Ja, das war's mit Haring TV für heute. Jetzt heißt erstmal die Woche gescheit trainieren und den Frühling genießen, der jetzt dann hoffentlich doch irgendwann mal kommt. Und am Wochenende geht's dann weiter: Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Erfurt. Bis dahin, alles Gute!